Heute zeige ich mal, wie man in Premiere ein VST-Plugin installieren kann. Dazu gehe ich hier oben links auf Bearbeiten, dann auf Voreinstellungen, Audio. Jetzt erscheint dieses Fenster und dort gibt es hier unten Audio Plugin Manager. Dort draufklicken und dann erscheint dieses Fenster. Jetzt könnt ihr hier unten nach Plugins suchen und jetzt erscheinen alle VST-Dateien. Um die Dateien zu aktivieren, einfach hier auf Alle aktivieren gehen und dann auf OK, um die Plugins zu bestätigen. Dann wieder OK und als nächstes schließt ihr Premiere und öffnet Premiere wieder. Und dann könnt ihr hier rechts bei Effekte euer Plugin suchen. Ich habe jetzt hier unter Audio-Effekte VST3 und hier habe ich mein Plugin. Falls ich jetzt einen Effekt anwenden will, einfach den Effekt auf den Clip ziehen und dann könnt ihr hier bei Effekte links auf Bearbeiten gehen und dann öffnet sich das Plugin. Das war's. Danke fürs Zusehen und tschüss.